ein Affe, ein Schiedsrichter, ein Hund und ein Bus gehen durch den Wald. Da denken sie plötzlich, eine große Fische wohnt, die mit auf dem Weg gelangt. Die nehmen, wo sie verloren haben. Beide Tiere sind sich gierig auf die Brust. Denn jeder wollte sie für sich alleine haben. Nachdem sie eine Weile unschieden um ihren Fund gekämpft hatten, einigen sie sich, einen Schiedsrichter zu befragen. Ein kluger Affe sollte als Schiedsrichter entscheiden, wer die Brust behalten dürfe. Hund und Fuß tun also dem Schiedsrichter ihn schreien vor. Der Affe hörte aufmerksam zu. Schließlich sprach er das Urteil. Die Sache ist klar. Jedem von euch gehört genau die halbe Brust. Damit zerbrach der Affe die Brust und legte die beiden Teile in die zwei Schalen einer Waage. Das eine Brustende war schwerer und so neigte sich die eine Schale nach unten. Der Affe wies von diesem Stück einen großen Hammer ab und trat hinauf. Nun wog er die beiden Teile noch einmal. Diesmal senkte sich die andere Schale nach unten. Abschnapp bis rauf von diesem Teil ein Hammer ab. Wieder prüfte der Affe das Gleiche wie musste feststellen, dass jetzt wieder das erste Stück Brust zu schwer war. Einmal von ihnen, einmal von jedem Teil, bis der Affe ein Stück gab. Jedoch die Waage zeigte nie ein Gleichnis an. Die Brustenden wurden immer kleiner, die Augen von Hund und Fuß immer größer, schließlich Rutschfund waren sogar die beiden Wurzeln verschlungen. Die Wurst hat lecker geschmeckt. Mit eingetrocknetem Schwanz schlichen der Hund und der Fuß davon. Sie waren so wütend über sich selbst und den Schiedsrichter, dass sie nach kurzer Zeit übereinander herbiegen und von neuem anfingen zu rauchen. Der Affe aber freut sich über das leckere Mahl.